Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es nochmal um Marktkommunikation, nämlich um ganz genau zu sein, um die Datenformate, also die EDIFACT-Datenformate, Nachrichtentypen, die zum 1. Oktober 2022 in Kraft treten werden. Wir haben schon mal ein Video gemacht Anfang April mit den ersten Dokumenten, die da veröffentlicht worden sind. Und da wurde aber auch schon angekündigt in der damaligen Nummer 28 der Mitteilungen hier vom 1.4., dass noch nicht alle fertig sind und die restlichen bis zum 29.4. noch veröffentlicht werden würden. Das ist dann auch passiert. Hier die Mitteilung Nummer 29 ist mittlerweile raus. Schauen wir mal kurz rein, ne, zu den Datenformaten zur Abwicklung der Marco Teil 2. Und dann sehen wir hier eben vor allem Invoice, RemmaTV, kommendes, Artikelnummern. Das sind natürlich Inhalte von Rechnungen, Netznutzungsabrechnungen vor allem. Und in dem Kontext hatten wir ja tatsächlich noch ein paar bevorstehende Anpassungen oder wird auch dieses Jahr noch ein bisschen was passieren, weil wir ja zum Beispiel die Preisblätter in Zukunft auch deutlich digitalisiert per EDIFACT hin und her schicken wollen. Und da gab es einfach noch diversen Klärungsbedarf in den weiteren Inhalten rund um eben diese Rechnungsbestandteile. Dazu und dann natürlich vor allem noch die EBD-Variante, also Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten, Version 3.2, wird auch mega witzig sein, wenn wir da dann gleich reingehen. Es ist ziemlich viel. Gehen wir mal in die ersten Dokumente, ne? Invoice MIG, also Message Implementation Guide, ist sowas wie ein Implementierungshandbuch. Wenn man das ein bisschen runterscrollt, sieht man schon, die Änderungshistorie beginnt auf Seite 69 und wir haben 78 Seiten, also etwa 10 Seiten Änderungstabelle. Mega, da freuen wir uns doch drauf. Und wenn man das ein bisschen runterscrollt, sieht man erstmal so leichtere Inhalte wie, Moment, ich packe mich mal hier in die Ecke, genau, solche leichteren Inhalte wie, okay, hier ist einfach nur das Zeitformat angepasst worden, ne, von hier ging es noch bis zum Tag, jetzt geht es hier natürlich ein bisschen weiter runter, Stunde, Minute und so weiter, ne? Das vor allem wegen der Umstellung auf die UTC-Zeit für die, sagen wir mal, Nachrichten-Dokumentszeiten, die werden in UTC angegeben, während die inhaltlichen Zeitangaben, sowas wie Lieferbeginn, weiterhin je nachdem, in mitteleuropäischer Zeit, MEZ oder Sommerzeit, MESZ, angegeben werden. Mega, wir machen es uns wie immer übelst einfach in der Energiewirtschaft. So, dann kommen hier weitere inhaltliche Anpassungen, also wie immer noch ein bisschen UTC und so ein paar redaktionelle Themen oder so. Ja, wie hier, da haben halt mal die Trennungsdokumente nicht hingehauen, die wurden dann überholt, also muss es ein bisschen angepasst werden. Aber so inhaltliche Sachen wie hier in einer Abschlagsrechnung werden keine harten Zeitpunkte ergeben, sondern nur ein vorläufiger oder voraussichtlicher Abrechnungszeitraum. Das ist mit Aufnahme neuer Segmente nun also erfolgt, ne? Das ist dann hier so zu sehen, vorläufige. Das ist wichtig, damit klar ist, dass sowohl eine Abschlagsrechnung, deren Zeitraum nach dem Zeitraum endet, den eine Rechnung umfasst, in dem diese Abschlagsrechnung berücksichtigt wird, nicht falsch ist, als auch, dass eine Abschlagsrechnung, deren Zeitraum vor Zeitraum beginnt, den eine Rechnung umfasst, in dem diese Abschlagsrechnung berücksichtigt wird, nicht falsch ist. Lol, wer soll das verstehen, wenn er sich so ein Dokument im Alltag anschaut? Niemand, ich erkläre es euch aber. Ganz einfach gesagt, in der Netznutzungsabrechnungsprüfung hatten wir immer mal wieder Fälle, dass eine Netznutzungsrechnung, also Jahresrechnung, meinetwegen von Mai bis eben April ging. Und dann war es manchmal strittig, ob ein Abschlag, der im April, zum Beispiel Ende April, berechnet wurde, hiermit reingehört. Oder ob dann zum Beispiel der in die vorige oder danach kommende Rechnung eigentlich gehören würde. Und das war regelmäßig ein Problem, weil der Netzbetreiber hatte dann eine Ansicht, der hatte zum Beispiel mit reingerechnet, aber das System vom Versorger hat es eben nicht mit reingerechnet. Gerade wenn die eine Seite es vielleicht nochmal manuell macht und die andere automatisiert, gab es immer wieder Unterschiede. Und es wird hier im Großen und Ganzen festgelegt, dieser Abschlag gehört in eine bestimmte Rechnung, beziehungsweise in einen bestimmten Rechnungszeitraum und die Rechnung, die diesen berührt, muss ihn eben berücksichtigen und keine andere. Damit ist das eigentlich eindeutig ausformuliert. In Zukunft. Mal gucken. Wir wünschen uns auch viele Digitalisierungssprünge und Einfachheitssprünge, Möglichkeiten zur Automatisierung und das könnte hier zum Beispiel auch kommen. Noch ganz viel mehr UTC-Zeitanpassungen und Redaktionelles, also da kann man ein bisschen drüber scrollen. Also sowas wie Begrifflichkeiten angepasst, SAP-Malo und RLM-Malo sind hier nicht richtig. Das heißt jetzt Marktlokation mit einer Netznutzungsabrechnungsvariante. Und dann sehen wir hier halt zum Beispiel Abrechnungsvariante Arbeitspreis-Grundpreis oder Abrechnungsvariante Arbeitspreis-Leistungspreis. Also Standard das Profil und RLM. Also das ist am Ende inhaltlich identisch zu verstehen, aber einfach korrekter ausformuliert.
Naja, jetzt kommen hier auch neue Rechnungstypen. Die Z45, eine Rechnung für Blindarbeit, ist jetzt als neuer Rechnungstyp eingeführt und die SOR ist eine Korrekturrechnung, könnte man sagen, mit der also eine Jahresrechnung korrigiert werden kann, ohne dass sie storniert werden muss. Bestandteile einer Jahresrechnung werden korrigiert, ohne dass die Rechnung insgesamt storniert werden muss. Das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte. Auch hier geht es weiter, ne? Rechnung für Sperren und Wiederinbetriebnahme, Verzugskostenrechnung als neue Codes für Rechnungstypen. Relativ selbsterklärend, warum wir das wollen. Also hier klar, die ist eine Rechnung, mit der man Blindarbeit, die in manchen Konstellationen ja dem Verbraucher auch in Rechnung gestellt werden soll, beziehungsweise dem Lieferanten des Verbrauchers in Rechnung gestellt werden soll. Das kann damit ist also gesondert gemacht werden. Als separate Rechnung, dann ist das nicht mehr Teil der klassischen Netznutzungsabrechnung. Korrekturgeschichten immer gut. Sperren und Wiederinbetriebnahme werden ja in Zukunft auch über Edifact abgewickelt. Deswegen hier auch ein Rechnungstyp dafür. Verzugskostenrechnung, ja gut, wegen auch den allgemeinen Automatisierungsthemen wird es da bestimmt ein paar Ansätze geben, Verzugskosten in einer Rechnung zu tun. Genau, hier Sonderrechnung, Blindarbeitsrechnung, das sind so also die hier Themen, die dazukommen, neu sind, deswegen ausgeprägt werden müssen. Rechnung sonstige Leistung ist dann auch, je nachdem, was wir eben damit machen wollen, eine neue Geschichte, das ist alles relativ spannend. Also hier kann man auch teilweise einfach nur der Hinweis, wie man dann auf Ursprungsrechnungen referenziert bei Stornos und Co. Also da gibt es einfach viele Detailanpassungen, die die Prozesse ein bisschen greifbarer und einfacher umzusetzen machen. UTC-Zeit. Also wir sehen hier relativ viele redaktionelle Themen und dazwischen immer mal was wirklich Spannendes, Operatives. Und genau das darf man eben nicht übersehen, wenn man durch solche Sachen hier durchscrollt. Jetzt sind wir schon an Seite 10 von dieser Änderungshistorie angekommen. Alles klar, hier kommt immer noch UTC-Zeit. Also hier ist viel, was man eigentlich auch überspringen kann, wenn es darum geht. Nicht wundern, dass hier oben jetzt nochmal Invoice MEG in meiner Tab-Zeile steht, sondern das ist einfach nur falsch benannt. Das ist das MEG vom REM-ADV. Falsch benannt worden. Bundesnetzagentur, bitte noch korrigieren. Hier REM-ADV Nachrichtenbeschreibung. Änderungshistorie ab Seite 30, hat nur 35 Seiten, alles klar. Ein bisschen schneller kann man da durchgehen. Auch hier ein bisschen UTC-Zeit, alles klar. Ein bisschen Euro, also viele Punkte, die man auch in der Invoice gerade schon gesehen hat. Redaktionelle Anpassung. Und dann hier neue Codelisten. Also gibt es im Großen und Ganzen auch im Entscheidungsbaumdiagramm-Dokument neue Inhalte, die dann hier also abgebildet sind. Alles klar. Dementsprechend hier Erneuerungen. Wir haben dann Entscheidungsbaumdiagramme, die wir gleich noch sehen können. Codeliste nicht vorhanden. Also hier wurde eine zum Beispiel entfernt und durch ein anderes Entscheidungsbaumdiagramm ersetzt. Alles klar, braucht man sich nicht wundern. Codelisten MPD eingefügt. Codelisten ergänzt. Also wir sehen ja schon, da ist relativ viel eher aus Richtung der EBDs kommt. Was ja bei einer REM-ADV auch deutlich wichtiger ist. Ne? Der REM-ADV ist ja einerseits die Bestätigung als Zahlungsavis, also ein Anweisungsdokument. Und zum anderen eine negative REM-ADV ist ja praktisch die Ablehnung einer Rechnung. Das heißt, da gab es vorher eine Prüfung. Und wenn es Prüfung gibt, gibt es Entscheidungsbaumdiagramme. Also ist hier sehr viel aus dem Kontext der EBDs. Dann gibt es neben diesen MEGs, also diesen Message Implementation Guides, Implementierungshandbüchern, auch noch die Anwendungshandbücher. In diesem Fall für beides Invoice und REM-ADV in einem. Und wenn man das ein bisschen scrollt, sieht man Änderungshistorie ab Seite 81 und es hat 114 Seiten. Cool. 35 Seiten Änderungshistorie. Da haben wir voll Bock drauf. Wenn man so ein bisschen durchscrollt, auch hier UTC, auch hier so wegen Änderungen, wegen diesen Abhängigkeitszeichen oder Logikzeichen gibt es hier und da Anpassungen. Hier noch UTC, hier wieder die Logikzeichen. Diverse Fehlerkorrekturen, hier wieder die Operatoren und dann kommen hier eben diverse weitere Klarstellungen und Bedingungen, also Abhängigkeiten, die hier einfach nur reingenommen worden sind. Aufnahme der Formatbedingungen zur Klarstellung der Nutzung und das zieht sich hier schön durch. Also ganz viel Redaktionelles oder Logikanpassungen, die vorher eventuell auch schon einfach klar waren, aber noch nicht im Dokument ordentlich abgebildet waren. Also
musste das gemacht werden. Hier gibt es auch nur eine Anpassung, also redaktioneller Natur, also kann man auch einfach weitergehen. Scrollen, scrollen, scrollen. So, dann haben wir hier die Rechnung sonstige Leistung neu aufgeführt, bisschen was in EBDs entfernt, großes EBD hinzugefügt, Darstellung entfernt. Also, naja, gar nicht mal so viel Neues. Hier war es das Kriegsentscheidende in der Invoice MEG, dass wir wirklich ein paar inhaltliche Geschichten rund um solche die Abschläge und die anderen neuen Rechnungsarten und Rechnungstypen gesehen haben. Das ist schon spannender. Dann kommen wir zur Comdes. Das Comdes Anwendungshandbuch hat zum Glück nur 13 Seiten und dementsprechend auch nur 5 Seiten Änderungshistorie. Auch da mal ein neues Kapitel Übersicht eingefügt, neues Kapitel Anwendungsfälle für sonstige Leistungen, neues Kapitel Übersicht. Hier nochmal Formatanpassung, auch hier wieder UTC-Zeit. Ne? Codes und Beschreibung entfernt, Codeliste eingefügt, also sehr vieles, was wir gerade schon eigentlich kennengelernt haben. Anpassung Entscheidungsbaumdiagramme. Ich sag mal so, die Codes auch erweitert wurden. So, dann hier noch verschiedene Geschichten rund um, ne, aufgrund der fachlichen Anpassung der FTX-Ausprägung im Anwendungshandbuch. FTX ist ja das Freitextfeld, was wir beispielsweise bei sonstigen Ablehnungsgründen, ne, einer Nutzungsrechnung zum Beispiel angegeben haben. Und das FTX-Feld hat dann den Freitext beinhaltet, in dem man was reinschreiben konnte. Wie zum Beispiel, das ist jetzt halt so, ruf mich an, wenn du es anders siehst. So, und dann hat der Sachverhalter auf der anderen Seite halt angerufen. Hat man alles schon gesehen. Ja? Und dementsprechend ist hier die Ausprägung dieses FTX-Feldes ein bisschen erweitert worden. Hier, weil wir zum Beispiel auch weiter unten dann sehen können, hier Code A99, was ja die sonstige Ablehnung ist, ist jetzt hier teilweise also vorhanden und dementsprechend nutzbar. An anderer Stelle ist für diesen Code kein Freitext mehr möglich, sondern nur noch eine Nachrichtenreferenz anzugeben, wo wir also dann nicht mehr reinschreiben, hey, ruf mich an, sondern wo wir dann reinschreiben können, Nachrichtennummer 12345 vom so und so vierten ist die Begründung, warum wir jetzt dann eine Rechnungsablehnung wieder bitte bestätigt bekommen möchten und eben stattdessen die Rechnung also bezahlt werden soll. Wir beweisen es also mit der Referenz auf eine vorherige Nachricht, die hier praktisch für sich selbst sprechend ist. Ja, dafür gibt es sowas. Dann haben wir das Dokument Codeliste der Artikelnummern. Artikelnummern sind also die Posten einer Rechnung, die Rechnungsposten. Hier haben wir ab Seite 37, also auch 6 Seiten Änderungshistorie. Naja, gut, hier ein paar redaktionelle Geschichten. Dann wegen der Anpassung muss hier ein bisschen was geändert werden. Das ist die Anpassung um die Netznutzungszugangsbedingungen, wo ja unter anderem die Marktregelanpassungen drin sind. Na, Formatbedingungen zur Klarstellung der Nutzung. Hier haben wir diese Zieleinrichtungen und diese Artikelnummern rund um diese technischen Einrichtungen, die dann in Zukunft auch typischer werden. Im Smart Metering werden wir sehr viel mehr weitere Einrichtungen rund um den Stromzähler haben. Prüfi-Anpassung, Fußnote gestrichen, weil hier ab dem 1.4.21, das müssen wir jetzt nicht mehr als Hinweis drin haben, das Datum ist vorbei. Kapitel hinzugefügt, aktualisierter Inhalt, auslaufende Artikelnummern. So, weil hier ne, zur Weiterentwicklung der Netzzugangsbedingungen, was ich gerade erwähnt habe, Marktregeln und Co., für die Artikelnummern neue Artikel-ID aufgenommen, sodass die aufgeführten Artikelnummer nur noch für Leistungszeiträume bis Ende 2022 anzuwenden sind. Dementsprechend ist hier also ausformuliert, welche Artikelnummern auslaufend sind. Hier sind auch schon diverse nicht mehr vorhanden, weil sie sowieso nie mit einer Festlegung wie einer Marktregel vorhanden zusammengehörig waren, sondern immer nur bilateral vereinbart worden sind, dann kann man die sowieso bilateral benennen. Dann braucht man die jetzt hier nicht extra so weit vorgeben. Also ist das gestrichen. Auch hier auslaufende Geschichten, die aber auch schon 2016 ausgelaufen sind. Wer sich daran erinnert oder wer schon eine Weile in der Branche ist, kann sich auch hier daran erinnern, dass es die mal gab. Gruppenartikel-ID, Netznutzung für Marktlokation vorhanden. Das ist auch ein, das ist eine kleine Anpassung, die haben wir, meine ich, in dem damaligen Video schon mal angedeutet.
werden ja auch vielleicht nochmal konkreter machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt solche Themen wie Netznutzungsabrechnungen, Lieferantenwechsel, Stammdatenthemen einfach nochmal mit dem aktuellen Stand 2022, 2023 dann veröffentlichen werden. Ich glaube, das ist aktuell ganz hilfreich. Auch für weitere Ergänzungen und freiwillige Abrechnungs- und Sonstigerleistungen vorhanden, auch nochmal als Ergänzung in dem Kapitel. Also hier gibt es einfach ein paar Anpassungen, Neuerungen auf die heutige Zeit und gerade in Bezug auf die noch automatisiertere Preisblattübertragung, die wir nun dann zum Jahreswechsel haben werden. Und dann kommt das Dokument Entscheidungsbaum, Diagramm und Codelisten. Das hat 550 Seiten. Mega. Mega, da haben wir voll Spaß dran, hier mit Version 3.2 zu arbeiten. Also allein jetzt durch das Inhaltsverzeichnis zu scrollen, ne, Seite 2. Und dann kriegt man auch schon langsam eine Sehenscheidenentzündung vom Scrollen, wenn man hier dann auf Seite 19 angekommen ist. Mein Finger ist kaum noch nutzbar. Und dann sehen wir, die Änderungshistorie beginnt auf Seite 511. Wir haben also 40 Seiten Änderungshistorie. Habt ihr noch was anderes vor heute? Nee, also wir haben teilweise hier redaktionelle Anpassungen, die jetzt nicht so aufregend sind. Wir haben hier teilweise wirklich nur Umformulierungen, die zum Beispiel mit der Anpassung der GPKI und so weiter zusammenhängen. Aktualisierung des Verweises, also auch nur so inhaltliche Detailanpassungen, redaktionelle Anpassungen, Präzisierungen. Und dann sowas wie Codeliste nicht vorhanden. Codeliste vorhanden heißt, hier gibt es einfach eine neue Codeliste. Und dann kann man sich die anschauen. Hinweis, in dieser Spalte, in der zweiten, ist ja die Kapitelbezeichnung. Also wissen wir, Netznutzungsrechnung prüfen war hier nicht vorhanden, jetzt ist es vorhanden. Nichtzahlungserwiese prüfen war nicht vorhanden, ist jetzt vorhanden. Also immer hier mal gucken, interessiert mich das, alles klar, dann suche ich mir das über vor allem die Suchfunktion wieder raus. Nicht vorhanden, vorhanden und so weiter. So, 28 Prüfschritte, jetzt hat es 30 Prüfschritte. Alles klar, hier gibt es also inhaltliche Anpassungen. Arbeitet dann immer mit dieser Spalte hier vorne, Ort. Die erklärt euch, ob das für euch irgendwie relevant ist. Wenn ihr was mit Netznutzungsabrechnung zu tun habt, dann auf jeden Fall. Wenn ihr eher mit Lieferantenwechseln zu tun habt, dann wahrscheinlich nicht ganz so sehr. Ne? Damit könnt ihr arbeiten. Aber vielleicht ist dann ein Entsperrauftrag für euch relevant. Also ist das dann hier schon etwas interessanter. Ne? Mit dieser Art und Weise würde ich hier also arbeiten. Ja, und dann kann man so durchgehen, okay, irgendwas vorhanden, dann nicht mehr vorhanden, das wurde also gelöscht. Vor allem wurden hier einige EBDs gelöscht, weil der Messstellenbetreiber der Marktlokation kann nicht prüfen, was der ursprüngliche Auslöser für die Bestellung des Netzbetreibers war. Hier Thema Bestellung prüfen. Daher kann auch nicht die unterschiedlichen Entscheidungsbaumdiagramme bedienen. Also ist das gelöscht worden. Und es wird verwiesen auf, nutzt doch stattdessen dieses hier. Das trifft auch drauf zu. So. Na, also das sind dann mehr so Sachen, die on the fly auffallen. Hier hat er eins nur ein Prüfschritt, ist das drei. Also das wäre so der Weg, den ich euch empfehlen kann. Geht mal vorne auf die Spalte, schaut, ob das interessant ist und dann guckt, ob hier was geändert wurde. Und dann wisst ihr, was ab Oktober anders zu behandeln ist. Jetzt kann man noch so durchscrollen und sich denken, meine Güte, ist das toll, wie viel hier geändert wurde auf 40 Seiten Änderungshistorie. Ich kann das natürlich nicht auf YouTube so auseinandernehmen, das ist ja keine Chance, aber wir werden, wie wir schon mal in vorigen Videos angekündigt haben, auf unserer Webseite n1.de Tickets für Online-Seminare anbieten. Wenn ihr euch also mit der Marco im Detail auseinandersetzen wollt, wir werden ein paar von uns terminierte Veranstaltungen machen, wo ihr euch einfach ein Ticket, damit einen Zugang zu Teams zum Beispiel, kaufen könnt. Und zum anderen, wenn ihr sagt, meine vier Abteilungen brauchen alle ein auf uns halbwegs zugeschnittenes Seminar rund um die Anpassung zur Marco 2022, dann könnt ihr auch das bei uns einkaufen. Manchmal dauert eine Antwort von uns ein bisschen. Aktuell ist es echt noch so, dass wir sehr, sehr, sehr viel parallel machen müssen und wir nicht ganz hinterherkommen. Das ist erstmal so vertrieblich toll, dass es mehr Anfragen gibt, als man bedienen kann. Aber es tut mir manchmal so leid, dass man vielleicht auch schon mal in eine Absprache kam und dann kommt die Realität. Oder dann wird es alles nach hinten geschoben. Das ist manchmal leider so.
Wird in Zukunft vermutlich besser. Auch deswegen habe ich das neue Release unserer Webseite, unseres Portals gemacht, weil ich damit ein paar Sachen auch automatisieren kann und euch zum Beispiel einfach einen Termin auch einfach mal dahin stelle. Demnächst gibt es eine Kalenderfunktion, da gibt es einen Termin, der ist für eine Buchung frei. Das kann dann auch in einem halben Jahr zum Beispiel sein. Und ihr sagt, diesen Tag will ich von Energiewirtschaft einfach haben. An diesem Tag will ich, dass der Carsten Eckert uns zum Beispiel die Marco erklärt oder einfach irgendwas erklärt, eine Quereinsteigerschulung macht. Also sowas wird es dann geben, dass ihr praktisch einen Termin habt und einen Schulungskatalog und könnt was auswählen. Das bauen wir gerade noch. Das wird, denke ich, aber im Mai auch noch online sein. Okay, soweit auch noch ein bisschen zum Werbeblock. Geht ruhig mal auf n1.de. Wir verlinken das ja immer unten. Das ist unser Lernportal. Da gibt es E-Books, Videokurse und eben auch Online-Seminare. Okay, wir blocken dort auch demnächst wieder. Also wir werden noch ein paar textliche Erklärungen für verschiedene Themen dort reinpacken. Und dementsprechend bleibt dran und bleibt uns gewogen. Habt ihr konkrete Fragen zu Marco, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr auch die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Zum Thema Entscheidungsbaumdiagramme geht ruhig mal auf entscheidungsbaumdiagramm.de. Das ist die Seite von, genau, Entscheidungsbaumdiagramm.de, das ist die Seite von Hochfrequenz, eine mit uns sehr gut befreundete Unternehmensberatung. Die hat ja einen tollen Service gemacht. Einmal registrieren und dann kriegt ihr eine Flussdiagrammdarstellung quasi, also eine Diagrammdarstellung der Entscheidungsbaumdiagramme, was viel wert ist. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.